Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War, der Show der Mad Men's, wo ja irgendwie Triple H auch auf der Seite steht und sich dadurch die Klick so irgendwie so ein bisschen, ja, man hätte es jetzt nicht richtig, ja, wir sind hier in San Jose, Kalifornien und haben ein gutes Programm. Und den Anfang macht jemand von der Art von der Schnee, den was nämlich schon Jim the Anvil Knight hat. Er trifft heute auf jemand Neues. Und apropos Hard Foundation, im Main Event heute entscheidet sich das Schicksal eines der Mitglieder von der Hard Foundation, nämlich Brian Pillman. Er hat Satz im Mittelfeld rumzudümpeln. Naja, so auf der mittleren Undercard. Aber dazu kommen wir gleich. Wir kommen jetzt erstmal zu Jim the Anvil Neidhart's Gegner. Was relativ interessant werden könnte. Na, wo ist er? Und da haben wir ihn, den großen Mann. Yokozuna. Aus Japan. Naja, streng genommen ist er eigentlich Samoaner, aber... Er hat schon wieder eine Art gegen Yokozuna, was interessant werden könnte, alleine schon von der Gewichtigkeit, auch wenn Yokozuna hier doch ein bisschen arg dünn ist. Ja, ich hatte noch von damals von den Community Creations, wo die Server noch ging, ganz Paket mal runtergeladen. Jetzt Yokozuna geht hier hinterher. Wirft ihn hier wieder in den Ring, den Jim the Anvil. Und jetzt wird er auf die Schultern aufgeladen und zum Moon Drop. Also ich glaube, das könnte es auch gleich schon gewesen sein. Und einfach mal platt gemacht. In der Ringecke. Und Chokeslam. Jetzt in die untere Ringecke. Das Publikum ist nicht begeistert. Denn jetzt kommt Banzai. Drop. Und Yokozuna bleibt sitzen. Und holt sich einen sehr, sehr schnellen Erfolg. Meine Güte, hat er glänzendes Haar. Hier sehen wir nochmal diesen Chokeslam. Und hier der Banzai-Drop. Ja, und Yokozuna gewinnt. Mit glänzendem Haar. Und wir kommen zum nächsten Match und dann komme ich nochmal auf die Sache da mit Brian Pillman zu sprechen. Und da haben wir schon, ich wollte gerade sagen, einen der Competitors, Scott Hall, der wird aber von Macho Man Randy Savage angegriffen. Ja, die beiden, die haben ja immer noch ein ganz, ganz großes Hühnchen zu rupfen. Man sollte Randy Savage hier jetzt mal von Scott Hall mal langsam wegziehen. Jetzt noch die Frage, kann Scott Hall überhaupt antreten gegen Animal? Auf jeden Fall, Animal bringt ihn hier in den Ring zurück. Und hämmert ihn in die Ringecke. Ah, schöner Konter und ein Backdrop. Oh, jetzt posiert er noch Richtung Eingang. Da, wo wahrscheinlich der Macho Man gerade abgeführt wird. Und jetzt geht's nach oben und dahin, Electric Chair Drop.
Also ein paar Schläge könnten Scott Hall noch nicht außer Fassung bringen. Jetzt haut er Animal hier um. Und Running Power Slam. Nein, nicht Running. So war ich jetzt eigentlich stehen geblieben. Ach ja, Brian Pillman. Er hat das Angebot gemacht. Er möchte ein Match gegen Triple H. Sollte er gewinnen, möchte er ein World Champion Titel Match gegen Triple H. Das kann er auch dann ruhigen Gewissens einfordern. Und oh, schallernde Backpfeife. Sollte allerdings Triple H gewinnen, kann Triple H und irgendwie mit Man, der ja sowieso der Chef ist, mit Brian. Schöner Konter hier von Animal. Oh, das war jetzt sehr, sehr schlau gemacht von Scott Hall. Also dann können die über Brian Pillman verfügen. Sprich, ob er das Klo putzen soll, ob er Raw verlassen soll, etc., etc. Da haben die dann freie Fluchtwahl. Also sprich, Brian Pillman setzt alles auf eine Karte, war ja sowieso nicht so glücklich hier bei Raw. Also jetzt nicht über die Einsätze, er hat wirklich ein super Pensum, na, mehr bei Velocity. Auch in der Tag Team Division mit seinem Partner war er auch nicht so sonderlich zufrieden mit Jim Neidhart. Und er setzt jetzt alles auf eine Karte. Und das ist auch unser Main Event. Gut, und sollte dann Brian Pillman verlieren und rein theoretisch dann Raw verlassen. Also ich glaube, bei seinem Arbeitspensum, glaube ich, würde jede andere Liga ihn mit Handkuss nehmen. Eventuell, wer weiß, Nitro, Ring of Honor oder All Elite. Und Animal hier mit dem Running Power Slam. Cover direkt hinterher. Und Kickout bei 2,79. Also für Scott Hall sieht es gerade nicht so sonderlich gut aus. Aber das liegt wahrscheinlich auch am Angriff von Macho Man Randy Savage hier direkt zu Beginn des Matches. Ja, Scott Hall kann sich da rauswinden und kommt mit einer kurzen Lariat. Und zeigt einen Fallaway Slam. Und jetzt Side Russian Leg Sweep. Und noch ein Elbow, aber trotzdem hat Scott Hall hier nicht so leichtes Spiel mit Animal. Gut, Animal natürlich reiner Tag Team Wrestler. Scott Hall dagegen doch schon auch in der Singles Competition unterwegs. War ja damals erst bei Nitro gewesen. War dort United States Champion, darf man auch nicht vergessen. War auch relativ erfolgreich hier bei Raw unterwegs. Und jetzt gibt es den Chokeslam. Und jetzt schüttelt er den Arm aus. Und jetzt will er Ende machen. Ansatz zum Razor's Edge oder Outsider's Edge oder wie man es auch immer nennen möchte. Es geht nach oben und es geht nach unten. Und meistens ist das das Ende des Matches. Auch in diesem Falle Scott Hall von den Outsiders gewinnt gegen Animal von der Legion of Doom. Allerdings hat sich Animal super zur Wehr gesetzt. Hat gute Konter gelandet. Hier nochmal der Running Power Slam. Aber vielleicht in Zukunft mal ein Tag Team Match. Outsiders gegen Legion of Doom.
Wäre auch mal ganz interessant. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal den Chokeslam, der ja durchging. Aller guten Dinge sind drei, könnte man sagen. Jetzt der Razor's Edge. Outsider's Edge. Wie ihr es nennen wollt, irgendwas mit Edge. Ja, Scott Hall siegreich. Und wir kommen zum Halbzeitmatch. Ja, Halbzeitmatch. Und wir sehen den Liebling von Ted DiBiase. Da haben wir ihn, die Texas Rattlesnake. Stone Cold Steve Austin. Und seitdem er da ist, hat man von den anderen Großen jetzt gar nichts mehr gesehen. Also weder Tatanka, Bam Bam Bigelow, Sid Vicious oder Psycho Sid. Aber das ist auch erstmal vollkommen Jacke, wie Hussi. Hier haben wir seinen Gegner. Der Best Friend von R-Truth. Bobby Domination Lashley. Also das hier könnte interessant werden. Auf jeden Fall werden wir hier keine Hazi-Methoden sind. Steve Austin rollt sich erstmal raus. Lashley am Feiern und er rollt sich wieder rein, greift von hinten an. Ja, das hat er hundertprozentig von Ted DiBiase so eingeimpft bekommen. So, hier pass auf, der Gegner ist kräftig. Überrasch ihn und dann überroll ihn. Oder sowas in der Art. Jetzt ein wunderschöner Neckbreaker. Jetzt geht Lashley raus. Steve Austin hinterher und sofort mit einem Angriff. Also der legt hier richtig los. Lashley schafft es gar nicht richtig ins Match zu kommen. Muss man ja wirklich so sagen, jetzt Backdrop. Ja, Stone Cold Steve Austin nimmt Anlauf. Ja, er lässt Lashley nicht ins Match kommen und das macht er ganz genau richtig. Oh, ob das jetzt allerdings schlau ist hier aufs Ringseil? Naja, mehr oder weniger. Und schöner Snap. Suple. Was war das denn? Also Lashley wirklich bisher glänzt durch Anwesenheit. Und die Fast Press. Und Bobby Lashley, er drückt ihn jetzt über sich rüber, schön mit einem Back Body Drop. Und da lässt er ihn übers Knie springen. Ah, wieder eine kurze Lariat. Oh, Belly to Belly Suplex. Und Steve Austin rollt sich raus. Geht jetzt wieder rein. Aber genau vor Steve Austins Füße. Der weiß natürlich, wie er was wie wo macht. Ich denke mal, Ted DiBiase wird ihm so eine ganze Menge Tipps gegeben haben. DDT. Und sollte der Stone Cold Stunner werden? Und hier geht's jetzt Konter auf Konter. Also jetzt geht's hin und her. Lashley kommt besser ins Match. Whippin in die Ring und Spear Tackle in die Ringecke. Wow, das tut weh. Auch für einen Stone Cold Steve Austin.
Und jetzt muss auch ein Steve Austin tierisch aufpassen, dass ihm das Match jetzt nicht flöten geht. Und Backdrop. Und Spymaster. Kann man direkt hinterher, war es das schon für den Rattlesnake? Nein, die Rattlesnake. Die Klapperschlange. Aber Steve Austin, dem entgleitet dieses, okay, komm, hab ich gesagt, kommt der Stunner. Aus dem Nichts und es bringt ihm tatsächlich den Sieg. Das ging jetzt, schnell, möchte ich mal so hinzufügen. Ah, guck, Steve Austin bietet ihm die Hand an. Lashley schlägt einen fairen Sportsmänner. Ja, Lashley muss zugeben, der bessere hat gewonnen. Hat er ihn überrascht. Und wir kommen zum Pre-Main-Event des heutigen Abends.